unserer Reihe Lernräume entwickeln online. Und wir haben beim letzten Mal eine kleine Mini-Reihe begonnen, die wir heute fortsetzen wollen mit unserem zweiten Beitrag zu den Schulraumtypologien. Und heute geht es summa summarum um den Klassenraum Plus. Den Input werden wie gewohnt liefern die Petra und ich. Zu Gast haben wir wieder die Katrin, mit der wir nachher in den Austausch gehen können über das Gesehene und das Gehörte. Und ich wünsche uns und euch viel Freude dabei. Los geht's. Ja, hallo miteinander. Ihr seht hier auf dieser Folie drei Farbflächen, weiß, ein Plus, rosa und blau. Und das steht ja unten drunter ganz klein. Also das Weiße ist ein Klassenraum und dieses Rosa soll ein Differenzierungsraum sein. Und das Blaue ist der Flur. Und beim Klassenraum, erinnert euch an die Flurschule vom letzten Mal vielleicht, der Flur ist pädagogisch nicht nutzbar. Und beim Klassenraum Plus-Typus ist das genauso. Ist immer noch der Flur eine Verkehrsfläche und auch ein Fluchtweg im Falle von Brand. Aber jetzt geht es ja um Klassenraum Plus. Und das Plus bezieht sich darauf, dass jeder Klassenraum einen Differenzierungsraum hat. Und deswegen ist da ein Plus. Und wo das Plus gemalt ist, das wäre dann die Tür. Und das bedeutet dann, dass ihr binnendifferenziert unterrichten könnt und in diesen kleineren, in der Regel kleineren Räumen, so in dieser reinen Form, wäre dann da ein Differenzierungsraum. Wie das aussehen kann, zeige ich im übernächsten Bild. Erst nochmal hier jetzt in der zweihüftigen Variante, also in der Mitte im Flur. Es gibt ja auch viele Schulen, die auf beiden Seiten Klassenräume haben. Und baulich kann man das gar nicht so teuer herstellen, indem man einen ehemaligen Klassenraum nimmt. Das ist der, der in der Mitte ist. In der Mitte eine Trockenbauwand und in den beiden Klassenräumen rechts und links davon eine Tür. Und schon hätten wir ein Klassenraum-Plus-System. Was aber auch häufig verwirklicht ist, dass nur einfach eine Tür eingebaut wird. Und dann hat man einen großen Differenzierungsraum. Und ihr könnt euch vorstellen, es gibt noch andere Möglichkeiten. Aber das heißt im Prinzip Klassenraum-Plus. Und jetzt zeige ich euch mal von einer Grundschule in Düsseldorf, wie das aussieht. Hier seht ihr auf der linken Seite das neue Gebäude. Die alte Schule, die ist ganz klein in Orange auf der linken Seite. Das ist noch eine Flurschule. Und dieses neue, moderne und diesmal von der Rückseite und mit den Kindern mal fotografiert vom Schulhof aus. Also, dass ihr so einen Eindruck habt, wie das aussieht. Und dann habe ich euch in der Mitte zwei Grundrisse gezeigt. Und der eine ist, der hintere ist, da habt ihr Unterrichtsraum, in der Mitte Differenzierung und rechts wieder Unterricht, genau wie ich es gerade erzählt habe. Und diese eingeschobene nochmal, das sagt uns, guck mal, da sind zwei Klassenräume nebeneinander und da hat man in der Mitte noch Mehrzweckräume eingebaut und diese vier Klassenräume teilen sich einen Differenzierungsraum und das liegt daran, dass da in diesem Erdgeschoss da unten sind die Erstklässler untergebracht und da hat man einen Differenzierungsraum für alle, weil das ist in dem Setting jetzt noch zu früh. Vielleicht aber noch zu eurer Info und da zeige ich euch jetzt gleich Bilder von, nächstes Bild. Ja, das wäre der Flur, also die Flursituation sieht aus wie gehabt. Nur auf der linken Seite seht ihr so vor den Differenzierungsräumen, da ist so ein kleines Regal so für Turnsachen und auch Schuhe, wird aber nicht sehr genutzt, sieht immer noch so leer aus, obwohl die Schule jetzt schon 3 Jahre ist. Aber die Flursituation, nur am Kopfende kann man das nutzen, weil da kein Fluchtweg ist und kein, also Flur. Und nächstes Bild, und jetzt gucken wir mal von in einen Klassenraum. Ihr seht, die Klassenräume sind sehr groß, sie sind 72 Quadratmeter groß. Kennt ihr diese Art und Weise, die zu bestuhlen. Und das ist jetzt schon von dem Differenzierungsraum aus fotografiert. Und nächstes Bild zeigt den Differenzierungsraum. Und der wird von, und dann seht ihr die Tür zum nächsten Klassenraum und dieser Diffraum wird von vor allen Dingen von jüngeren Kindern benutzt, wird auch von Sonderpädagogen benutzt. Ihr seht eine Banane, auf der man da schaukeln und sitzen kann. Und jetzt machen wir da hinten die Tür auf und gehen in den nächsten Klassenraum. Und da seht ihr einen anderen Grundschullehrer, der hat auch seine 72 Quadratmeter oder eine Lehrerin in dem Fall. Und die hat es anders gemacht. Die hat den hinteren Teil direkt vom Diffraum in einen permanenten Sitzkreis umgestellt. Und ihr seht links an der Seite, als ich das Foto gemacht habe, hat die gerade aufgeräumt oder rumgeräumt und Sachen weggeräumt. An der Seite, die
der linken Seite die Tische und Stühle, die sind für diejenigen Kinder, die sich da bei den grünen Stühlen permanent abgelenkt fühlen. Und dann ist es leichter, an eine Wand zu gucken, als immer zu die ganze Klasse mit dem Gezappel zu sehen. Also die hat es so gelöst. Und jetzt zeige ich euch noch einen anderen Möglichkeit, den Raum zu nutzen. Das ist ein Stockwerk höher. Und der Lehrer da hat in der Mitte, ihr seht, die Ausstattung ist immer die gleiche. In der Mitte seht ihr hinter dem grünen Tisch, diesem Vierertisch, seht ihr die Bänke, die ihr vorher rechts gesehen habt. Und der hat gerade die Bänke so gestellt, die stehen aber immer so, dass da lauter Stationen waren, auch da in dem Moment so Stationen da. Und wenn man den Kindern sagt, innerhalb von 3-4 Minuten können die die Sachen runterräumen und dann sind die Sitzbänke da zu einem Sitzkreis zusammengestellt. Interessant vielleicht noch in der Form ist auch hier wieder links an der Seite Tische, die zur Wand gucken, und ansonsten ist in diesem Klassenraum auch deutlich sichtbar, hier wird sehr viel kooperativ gelernt, jedes Kind hat so ein grünes Fach, nächstes Bild nochmal, das habe ich extra nochmal größer gemacht, und jedes Kind hat auch noch weitere Fächer, und immer in diesem Vierer-Setting, kooperative Lernformen wird in dieser Schule groß geschrieben. Das ist jetzt der Differenzierungsraum dazu. Und ihr seht, das sind die älteren Kinder schon. Und da hat man den Differenzierungsraum jetzt mehr in so einem Gruppensetting. Übrigens, diese kleinen, diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Stühle da, die sind super beliebt. Da kann man alles mitmachen, sich auch super viel drauf bewegen. Die wackeln, man kann sich bewegen, man kann rollen, man kann darauf turnen. Kann ich nur empfehlen, falls ihr die Chance habt, einen Raum einzurichten. Nächstes Bild. Jetzt nochmal aus der Grundschule raus in die Evangelische Schule Berlin Zentrum. Und da ist es eigentlich eine Flurschule. Und da sehen die Klassenräume auch so aus. Zumindest ein Teil der Klassenräume, als wir die Schule besucht haben. Diese Bilder sind jetzt von, ich glaube, 2018 oder 2019. Ihr wart beide dabei. Ihr könnt das vielleicht bestätigen. Aber spannend an dieser Schule, das ist eine weiterführende Schule, ich glaube bis zur 10. oder bis zur 12. Klasse. Das ist vielleicht für diejenigen, die sich mit Schule im Aufbruch beschäftigen, die Schule, an der Margret Rasfeld als Schulleiterin tätig war. Und spannend war, als wir die besuchen durften, diese vielen verschiedenen Art und Weisen, wie man Differenzierungsraum nutzen kann. Die hatten überhaupt keine einzelabgetrennten Differenzierungsräume, sondern es waren auch Klassenräume. Und hier seht ihr mal ein paar Beispiele. Der eine Jahrgang nutzt den so, nächstes Bild. Der nächste hat, also alles ist da, da hinten in der Ecke liegen die Sitzsäcke und da ist so ein Gruppenarbeitstisch. Aber man sah in der Schule, wenn man das so, jeder Raum war anders, ein bisschen anders eingerichtet. Die Möbel waren alle nicht so neu wie jetzt in der Karl-Sonnenschein-Schule, sondern ein bisschen zusammengestoppelt, aber darauf kommt es nicht an, sondern es kommt darauf an, was da passiert. Nächstes Bild. Und das kann auch so aussehen. Das sind alles Möglichkeiten, einen Differenzierungsraum zu gestalten. Ich glaube, das Wichtigste ist, Differenzierungsräume haben die Eigenschaft, sie differenzieren, das heißt, sie sind maximal flexibel. Nächstes Bild nochmal, da ist wieder ein anderes. Und ihr seht, dafür, der wird sehr viel, das glaube ich, in der Oberstufe gewesen, sehr viel da mit solchen Moderationskarten schon gearbeitet. Man sieht einen Flipchart, ganz viele Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. So, jeder Raum ist anders. Und damit gebe ich an Florian. Genau, und wir bleiben in der weiterführenden Schule, einer Sekundarschule, 5. bis 10. Klasse in Nordrhein-Westfalen, im Winterberg. Die Flursituation, Petra, hast du dargestellt. Sie ist hier nochmal sehr eindrücklich, glaube ich, erkennbar. Es ist kein unterrichtlich nutzbarer Flur, das nochmal als Rückgriff auf unsere vorherige Folge, wo es um die Flurschule ging. Die Tür am rechten Bildrand ist die Tür zum Flur, der gerade zu sehen war. Und ihr seht schon neben dem Smartboard die Tür in den Differenzierungsraum. Also es ist hier ein Klassenraum in einem Altbau. Dieser Bereich des Gebäudes ist aus den 1950er Jahren. Abgehängte Decken, akustisch abgehängte Decken. Und insofern auch in einem Bestand realisiert. Denn zuvor war das der Differenzierungsraum, durch den man da am linken Bildrand durch die Tür schaut, das war das Berufsorientierungsbüro. Und im Rahmen der Sanierung und des Umbaus der Schule, und auch da wurde auch ein Anbau vollbracht, ist dieser Raum als Differenzierungsraum definiert worden und dementsprechend auch ausgestattet worden. Das sehen wir hier auf dem nächsten Bild. Das ist jetzt
aus dem Differenzierungsraum. Am rechten Bildrand ist der Türrahmen in die Klasse zurück und die Tür neben dem Smartboard führt ins Treppenhaus, in den Flur zurück. In dieser Schule hat nicht jede Klasse einen eigenen Differenzierungsraum, sondern es ist in einem Schlüssel von drei Klassen teilen sich zwei mindestens. Also das Minimum sind für drei Klassen zwei Differenzierungsräume. Dieser ist sehr schwer zugänglich für die anderen Klassen, weil er direkt an der einen Klasse dranhängt. Genau, so kann das gelöst werden. Ihr seht hier, was ich sehr eindrücklich finde, die Käsekästchen an der Kreidetafel. Und ansonsten die Nutzung, es ist hier eine vollmediale Ausstattung dort. Es kann also per Internet auf dem großen Präsentationsboard gearbeitet werden. Es kann an Tischen, die auf der einen Seite Rollen haben, die können angeordnet werden. Und die Fächer, die Ablagefächer gibt es dort auch. In derselben Schule, in einem noch älteren Gebäudeteil, nämlich um die Jahrhundertwende ins 20. Jahrhundert, 1900 irgendwas ist der, glaube ich, gebaut worden, dieser Gebäudeteil. Und da sehen wir folgende Flursituation, auch da unbelebter Flur, nicht genutzter, nicht pädagogisch genutzter Flur, aber ein gemeinsam geteilter, nämlich die mittlere Tür, ist der Differenzierungsraum für die beiden Klassen. Die eine Tür ist geöffnet der Klasse und die linke Tür ist geschlossen der Klasse. Die weiße Tür bitte also nicht berücksichtigen, die führt ins Obergeschoss. Diese beiden Klassen teilen sich einen Differenzierungsraum. Das ist dieser Differenzierungsraum. Links der Blick in die eine Klasse, in der Mitte die Tür in den Flur hinaus. Dieser Raum ist für zwei Klassen relativ klein und relativ voll. Da stehen aus dem Kunstunterricht in der linken Ecke so Trocknungsgitter für die Bilder. Da stehen die Fächer für die Schülerinnen und Schüler, damit die nicht in den Klassen stehen müssen. Und die sechs Tische oder fünf Tische, die hier in der Mitte gerade zusammengeschoben sind. Es gibt Whiteboards. Also dort kann man ja im Sinne einer Differenzierung Grüppchen hineinsetzen. Die Sichtbarkeit ist gegeben, entweder durch die geöffnete Tür oder auch durch den Glaseinsatz in der Tür. Hier ist der Blick zurück in den Klassenraum, in den einen Klassenraum, aus diesem Differenzierungsraum hinaus. Zurück in die Grundschule. Petra hat mit der Grundschule angefangen. Wir enden auch mit der Grundschule. Wir kommen nämlich langsam zum Ende unseres Impulses, unseres Inputs. Diesmal aber in Köln. Und zwar die Primarstufe der Helios-Schule in Köln. Auch hier ist es eine Flursituation mit zwei Klassenräumen und zwei Differenzierungsräumen. Wir gucken auf eine Tür eines Differenzierungsraums, sage ich aber gleich zu, dass der gar nicht so genutzt wird. Und links seht ihr den Holzrahmen des einen Klassenraums, verdeckt durch das Regal im linken Vordergrund, ist die Tür in den zweiten Klassenraum. Die Klassenräume hier sind auch anders eingerichtet, als wir eben in der Winterberger Schule gesehen haben. Ihr seht den permanenten Sitzkreis, ihr seht kooperative Gruppentische und dann auch noch andere Bereiche, die ein anderes Lernen ermöglichen, als am Tisch sitzend. Ja. Der Türrahmen am linken Bildrand schaut in diesen Differenzierungsraum dieser Klasse, der aber auch nicht zur Differenzierung im originalen Sinne genutzt wird. Er ist Materialraum, er ist Materiallager für die Klasse. Das kann also alles ausgelagert werden, aber er könnte rein theoretisch auch für die klassische Differenzierung genutzt werden. Der Raum der benachbarten Klasse, auf dessen Tür wir eben aus dem Flur geschaut haben, der führt übrigens inzwischen in ein Büro für multiprofessionelle Teammitglieder, die dort untergebracht sind und ihrer Arbeit nachgehen können, weil diese Art der Differenzierung in der Pädagogik der Helios-Schulen keine Anwendung findet. Und damit übergebe ich wieder vertrauensvoll in die Hände von Petra. Ja, das war jetzt unser Input heute für die Klassenraum Plus-Schulen. Und beim nächsten Mal am 28. Juli um 18 Uhr stellen wir euch die Cluster vor. Das wäre dann der dritte Teil. Und ich kann jetzt schon sagen, es wird Klasse Cluster heißen. Und wie gesagt, damit ihr das auf gar keinen Fall verpasst, verfolgt uns auf Twitter, abonniert diesen Kanal bei YouTube und es entgeht euch kein Leckerbissen, den wir euch hier bereiten. Und ich übergebe jetzt mal das Wort an Katrin. Du hast zugehört, du hast die Präsentation gesehen. Was ist dein Eindruck? Was hast du für offene Fragen? Was hast du für Anmerkungen? Bitte schön, Katrin. Dankeschön. Die erste Frage ist,
Wofür braucht man Differenzierungsräume? Florian, das überlasse ich dem Lehrer. Das kannst du viel besser als ich. Also in einer klassischen Schule, konservativ-klassischen Schule, ich traue mich das jetzt einfach mal so zu sagen, wo es darum geht, dass alle Schülerinnen und Schüler altershomogen zur selben Zeit am selben Thema arbeiten. Gibt es und gab es auch immer schon Schülerinnen und Schüler, die entweder mehr oder weniger Zeit für dieses Thema brauchten. Und darauf versuchte man mit dem Modell des Klassenraums Plus zu reagieren, indem man sagte, okay, diesen Schülerinnen, die entweder schneller oder mehr Zeit brauchten, denen geben wir einen geschützten Bereich, wo sie dann aus der Gesamtklassengruppe, die ja dann in diesem Fall existiert, herausgehen können oder in ihrem Tempo weiterarbeiten können, in beide Richtungen. In der Realität wurde es häufig genutzt, um aus meiner Erfahrung heraus, was ich beobachten konnte, um Schülerinnen und Schüler auch disziplinarisch zu separieren von der Gruppe. Das wurde, Petra, bitte sag mir mal gleich deine Einschätzung. Also ich habe das häufig auch so erlebt, dass man sagt, man hat dann einen Raum, wo man die störenden Schülerinnen oder Schüler versorgen kann. Oder, Petra? Ich denke, ich glaube, es wird so vielfältig sein, sicherlich, wie Unterricht auch vielfältig sein kann. Also ich habe es jetzt erlebt so, das ist ein Zusatzraum, in dem, wenn du die ganze Fläche anguckst, dann hast du auch gerade bei den Kindern, die vielleicht ein bisschen lebhafter sind, die kriegen nicht so viele Reize ab. Es kann auch ein stiller Raum sein. Das hängt immer ein bisschen drauf an, wie du es nutzen willst. Es kann sein, dass du Schülerinnen, die nicht so schnell mitkommen, dass du denen mehr Zeit geben willst und dass sie, oder Schüler, die viel schneller denken können und du mit dem großen Teil der Klasse den Input nochmal wiederholen willst, dass du denen schon besondere Aufgaben gibst und sagst, hier, ihr könnt euch da schon mal an was Kniffligerem wagen. Also es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Du kannst auch eine Gruppe da hinsetzen und sagen, ihr bereitet da was vor. Und ich, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, hängt immer vom Setting ab. Und gerade wenn man jetzt denkt, dass zumindest ich bin noch so unterrichtet worden, man sagt davon, alle lernen zur gleichen Zeit, in der gleichen Geschwindigkeit, dasselbe. Und ich denke, das gilt für euch auch noch. Das dröselt einen Differenzierungsraum auf und die Differenzierung kann ganz unterschiedlich sein, auch nach einem sonderpädagogischen Förderbedarf. Aber es kann natürlich auch ein Raum sein, wo man sagt, so, da bist du jetzt mal abgesondert. Es gibt, glaube ich, einfach alles, wie man so einen Raum nutzen kann. Aber das heißt schon, dass die Gruppe von Kindern, die in diesem Differenzierungsraum ist, die arbeiten dann selbstständig und für sich, weil die Lehrkraft ja in der Klasse ist. Ja, es kann auch sein, dass du einen Sonderpädagogen hast, der für, das ist ja heute so in den Grundschulen, der jetzt mit den Kindern, die einen besonderen Förderbedarf hat, für eine Stunde da reingeht, ohne dass man, das kann auch sein, also das muss... Ah. Es kann einfach alles sein. Mach die Tür auf und du hast einfach einen erweiterten Raum. Also einfach alles möglich. Es kann auch ein Ergotherapeut sein, je nachdem, in welcher Schule du bist und was die Anforderungen sind. Deswegen auch die kleine Banane. Ich habe auch schon Bälle da gesehen. Also ich habe jetzt nicht von jedem, ich mache jetzt nicht mit jedem Mann. Es ist ganz unterschiedlich. Es steht und fällt mit den Menschen, die da unterrichten und die den Raum nutzen. Oder das eine, was ich gezeigt habe in der vierten Klasse, die das vor allen Dingen für Gruppenarbeiten nutzen. Es kann auch ein Projektraum sein. Also es ist für alles möglich. Es heißt nur Differenzierungsraum. Ihr habt am Anfang vorgestellt, oder du, Petra, hast am Anfang vorgestellt, und Florian, du hast es hinterher bestätigt, dass sich mehrere Klassen einen Differenzierungsraum teilen. Bedeutet das auch, dass wenn aus Klasse A beispielsweise 3, 4, 5 SchülerInnen da sind und aus Klasse B 3, 4, 5, dass die dann auch zusammen in diesem Differenzierungsraum arbeiten? Oder kann immer nur eine Klasse zurzeit den Differenzierungsraum benutzen? Tja, was soll man dazu sagen? Das ist die Absprache zwischen den Pädagogen, die sich diesen Raum teilen müssen. Das ist genauso wieder, es ist wirklich genauso wieder, wie ich gerade sagte, das hängt von den Absprachen an. Ja, es kann vorkommen, dass du sagst, ich nehme mal so ein Beispiel, in die Schule, in die mein Sohn gegangen ist, die haben aus 4 Klassen, die
Kinder, die sehr schnell rechnen konnten oder die mathematisch in der fünften Klasse irgendwie als sehr schnell galten, die haben die rausgezogen und hatten da auch so einen Diffraum und dann haben die Kopfball genannt und dann haben die denen knifflige Aufgaben gegeben, damit die sich in Mathe nicht so langweilen. Und da waren die tatsächlich aus vier Klassen jeweils zwei oder drei Schüler. Aber genauso ist der Sonderpädagoge da gewesen und hat mit dem einen oder anderen, der Schwierigkeiten in Dyskalkulie hatte, dann einfach eine Einzelstunde da gehabt. Also alles möglich, hängt von den Pädagogen ab. Ja, und aber auch vom Grad der Autonomie der Schülerinnen und Schüler. Also das ist ja auch, also wie selbstständig, eigenständig, eigenverantwortlich oder zu welchem Zweck? Also es hängt von vielen Faktoren ab. Warum sind Sie dort? Dürfen Sie ihn frei gewählt aufsuchen oder werden Sie dorthin geschickt? Was ist Ihre Aufgabe dort? Wie selbstständig arbeiten Sie? Also das sind mannigfaltige Faktoren. Und ich glaube, um nochmal den Rückschritt zu machen zu dir, Petra, um zu sagen, ja, wo liegt der denn? Ist der einer Klasse direkt angegliedert, der Raum, der Differenzierungsraum? Oder ist er für mehrere Klassen nutzbar und liegt nicht direkt von einer Klasse aus zugänglich? Auch das, oder wie einsehbar ist er? Ist er eine Raumerweiterung, wie du gerade sagst, du machst die Tür auf und erweiterst eigentlich deinen, es ist ein Klassenraum plus, es ist ein zusätzlicher, der Klassenraum wird größer, oder ist es ein separater Raum? Auch das spielt eine Rolle bei der Beantwortung, Katrin, deiner Frage. Ja, weil ich habe mir gerade vorgestellt, wenn, Florian, du hattest vorhin das Beispiel genannt, dass es störende Kinder gibt, die abgesondert werden und dann sitzen die in so einem kleinen Diffraum, möglicherweise ohne die Lehrkraft, weil die Lehrkraft ja jetzt nicht unbedingt die große Klasse allein sein kann. Es gibt aber auch keinen Sonderpädagogen und keinen Ergotherapeuten, gibt es ja auch nicht immer. Und dann stelle ich mir das wahnsinnig schwierig vor, die im Blick zu haben und gleichzeitig weiter Unterricht zu machen. Und als du vorhin, ich glaube, das war das Bild von der Helios-Schule in Köln gezeigt hast, das war ja ein sehr, sehr großer Klassenraum. Und ihr habt ja auch gesagt, die Klassenräume haben teilweise über 70 Quadratmeter. Und das sah für mich streckenweise so aus, dass es in dieser Klasse unterschiedliche Bereiche gab, wo man unterschiedlich lernen konnte oder vielleicht auch chillen konnte. Und wo ich mich gefragt habe, ob das dann eben auch eine Möglichkeit wäre, die Kinder, die jetzt besonders dann sich eben verhalten, ob man das auch in so einem Klassenraum hinkriegt, sodass man möglicherweise gar keinen Differenzierungsraum bräuchte. Also es ist ja so, der Raum alleine macht ja nicht die Pädagogik. Der Raum unterstützt oder kann unglaublich gut, wenn man Schulentwicklung oder Pädagogik raumbezogen denkt, kann der Raum diese Pädagogik unheimlich gut unterstützen. Aber auch andersrum, wenn man kein Raumverständnis oder kein Verständnis für die Möglichkeiten, die ein Raum bietet, hat, wenn man den Raum vielleicht gar nicht mitdenkt in seiner Pädagogik, dann kann der beste Raum keine Wirkung entfalten, sage ich jetzt mal so. Und es ist in der Tat, es kommt darauf an, wie wird dieser Raum bespielt, wie kreativ und auch ein Differenzierungsraum, das ist eine, also jetzt mal ganz grob gesagt, es ist wirklich ein erweiterter Flächenraum, für der nutzbar ist. Und das, wie der eingesetzt wird, ob der unser Materiallager wird oder ob der ein Ruhe-Stille-Raum wird, oder ob der für Proben, Präsentationsproben, ob da mehrere verschiedene Klassen zueinander kommen, auch Altersstufen oder wie auch immer. Das ist alles im Endeffekt, und da gebe ich Petra uneingeschränkt recht, ist eine Frage der Absprache der Pädagogen, der Pädagoginnen und Pädagogen und wie unterrichtet diese Schule. Das heißt, es wäre an dieser Stelle dann natürlich auch wieder so ein Perspektivwechsel, dass Lehrkräfte sicherlich schon in ihrer Ausbildung lernen, den Raum immer mitzudenken, also der Raum als dritter Pädagoge, dass die das ganz früh für ganz selbstverständlich halten, damit sie so einen Raum überhaupt nutzen können, oder? Ja, idealerweise, Petra. Ja, das wäre natürlich klasse. Ja, ich glaube, in der Ausbildung kommt das jetzt gerade erst so vereinzelt, noch nicht in allen Unis. Aber ich glaube, das ist das, was einfach die Zukunft jetzt bringt. Der Raum wird immer, also die Bedeutung des Raums wird ja den Hochschullehrern, den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung oder Lehrerseminaren immer mehr wichtig, immer wichtiger, immer mehr
auch klar. Und auch in dieser Schulbauoffensive, die wir zumindest in Deutschland gerade erleben dürfen, daher kommt ja auch diese vielen verschiedenen Typen jetzt. Und da muss man jetzt sagen, wenn ich jetzt wählen sollte oder sagen würde, was ist besser? Das kann man so gar nicht sagen. Es wird Schulen geben, die werden total froh sein, wenn sie so einen Klassenraum plus hätten, weil nämlich die Klassenräume nicht wie den Beispielen, die wir jetzt hatten, über 70 Quadratmeter sind. Ja. Ich habe Schulen gesehen, die hatten 30 Kinder auf 49 Quadratmeter. Ja. Da ist jedes Klassenraum plus ist super, weil und die Flure dürfen sie aus Brandschutzgründen gerade nicht nutzen. Also ich glaube, da ist die Entwicklung startet gerade und zumindest mit Riesenschritten in Deutschland. Ja, und es ist einfach ein Modell, was du ja, Petra, auch eingangs gesagt hast, was relativ gut umsetzbar ist, mit wenigen Eingriffen, dementsprechend auch mit wenigen Kosten verbunden. Ich habe dargestellt, dass wir in über 100 Jahre alten Gebäudeteilen oder auch in über 60, 70 Jahre alten Gebäudeteilen das problemlos realisieren können. Du hast es an den Grundrissen dargestellt. Insofern, nicht jede Schule wird neu gebaut oder nicht jede Sanierung oder jeden Umbau einer Schule stehen Gelder in der Höhe zur Verfügung, dass man sagt, hör mal, wir da werden wir beim nächsten Mal drauf eingehen, wir schaffen Cluster, wir bauen Cluster zusammen. Das ist, denke ich, vom Aufwand her erstmal der kleinere Aufwand, aber der einen großen Nutzen bringen kann. Nur, ich glaube, was ich ganz wichtig nochmal sagen möchte, ist, jeder Raum, den man als Lehrperson, als Lehrkraft vorfindet, ist niemals ein Urteil, sondern das ist das, was Katrin, was du gerade als so wünschenswert nochmal beschrieben hast. Man sollte ihn mitdenken, man sollte, und da sollte vielleicht in der Ausbildung, in der ersten und zweiten Phase der Lehrerausbildung schon Rücksicht drauf genommen werden, da sollte Zeit investiert werden, damit die zukünftigen, aber auch im Idealfall die jetzt tätigen Lehrerinnen und Lehrer sich trauen, den Raum in ihre Überlegungen, unterrichtlichen Überlegungen mit einzubeziehen, ihn mitzudenken und das Potenzial auszuschöpfen und nicht nur denken, das ist jetzt Klassenraum plus, das heißt auf dem Brand- und Rettungsplan Differenzierungsraum, also darf ich ihn ausschließlich zur Differenzierung nutzen? Nein, bitte nicht. Er ist eine zusätzliche Fläche, die mannigfaltig und hoffentlich im guten pädagogischen Sinne nutzbar ist und eine Erweiterung des vorhandenen klassischen Klassenraums bietet. Damit sind wir, glaube ich, ziemlich gut am Ende unserer heutigen Folge von Lernraum entwickeln online. Und ich lade euch alle ein, beim nächsten Mal in fast genau 4 Wochen um 18 Uhr. Und da wird es um Cluster gehen, das ist also dritte Folge, Klasse Cluster. Und kann ich jetzt schon verraten, bei Clustern hat man das aufgelöst, da kann man den Flur mit nutzen. Und wie das jetzt baumäßig aussieht und wie man das pädagogisch nutzen kann, das erfahrt ihr dann in ziemlich genau 4 Wochen. Alles klar, macht's gut. Ja, danke auch. Tschüss.